1 gegen 1. Gesine gegen Sabrina. Das Buchmesse-Duell. Runde 2. Speed Reading. Wenn man hier auf der Messe alle Bücher durchlesen, wäre man ziemlich lange beschäftigt. Es sei denn, man ist ein geübter Schnellleser. Und genau darum geht es in unserer nächsten Challenge. Wir haben genau eine Stunde Zeit, dieses Buch durchzuarbeiten. Und am Ende gewinnt der, der Autorin Theresa Preauer am besten erklären kann, was eigentlich in ihrem Buch passiert. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viel wir uns jetzt behalten können. Du hast ja ein paar Fragen für uns vorbereitet. Ich möchte wissen, was das für ein Buch ist, so ganz allgemein. Es ist, glaube ich, ein Roman, der um Freundschaft geht und sehr viel um Kunst und viel aber auch um eingebildete Freundschaft. Also ich glaube, es ist nicht immer ganz klar, was jetzt wirklich real ist und was eher in der Gedankenwelt des Hauptdarstellers Johnny und seinem Freund Jean passiert. Wer schlägt wem dann an gewisser Stelle einen Zahn aus? Johnny schlägt Jean einen Zahn aus und muss ihm dann einen Goldzahn bezahlen. Sowas von einem Punkt. Die beiden, Johnny und Jean, bezeichnen ihre Väter als was? Ihre Väter? Bären? Nee. Das war eine kleine, andere Stelle. Kleine, anderes Buch. Kleine Zwerge oder irgendwie? Stimmt, Zwerge. Als kleine Zwerge. Zwerge, genau. Stimmt. Ja, Zwerge. Oh. Der Vater von Jean bemalt was in seiner Freizeit? Frag doch lieber, was Marie herstellt in ihrer Freizeit. Das finde ich auch schön. Was stellt Marie denn? Die näht doch Genitalien aus Plüsch und Perlen. Das hat sich eingebrannt. Ja. Du bist leicht in Führung, aber das war's ja schon. Gratulation. Danke.